Tag auch ihr Nase und herzlich willkommen zurück zu WRC 3 Road to Glory. Heute in Griechenland im Subaru Impreza. Impreza! Schon komplett aufgetunt. Habe ich Offcam gemacht. Da ging noch ein bisschen was. Zwei oder drei Teile waren noch einstellbar. Und jetzt feuerfrei. 90er Jahre Kisten und gib ihm, ne? Eine Rallye-Ära, die ich, wie gesagt, zum Teil recht ausgiebig verfolgt habe. Wird jetzt ein bisschen entspannter wahrscheinlich zu fahren sein als die letzte. Die letzte Folge war ja... Alter! Das ist aber hier ein kompletter Rallye-Contest. Das heißt, wir werden hier drei Rennen haben. Drei Etappen. Aber der fährt sich relativ sauber. Ist jetzt alles fein? Ah, ein bisschen Absperrung mitgenommen. Der ist schon auch ein Dampfhammer, also das darf man auch nicht unterschätzen. Das Ding hat halt auch 300 PS. Das hat jetzt echt Zeit gekostet. Mhm. Auch hier sollte ich ein bisschen weniger Handbremse und ein bisschen mit dem Gas spielen eher. Irgendwie vernünftige Zeiten reinklatschen. Mit der Handbremse wirklich bloß antippen. Aber was man echt super kann, ist bei dem Auto stabilisieren. Also wenn man hier mal so nicht einen Drift hat, sondern abfliegt oder kurz vorm Abfliegen ist, dann halt einfach Gas geben und dann hat man ihn wieder. Ihr seht, die Zeit ist besser geworden. Nicht grandios. Also in der Serie fahre ich tatsächlich den Evo 3 am liebsten. Ich hoffe, ich muss den nicht nochmal rausholen jetzt für euch. Sondern wir schaffen hier eine vernünftige Wertung. Die Schäden... Ah, Gott... Schäden gibt's. Ist normal. Das war jetzt ein bisschen langsam, aber dafür vernünftiger, würde ich sagen. Oh ja. Mein Komplettabflug ist halt hier auch Grütze, ne? Also lieber ein bisschen einmal eine Kurve ein bisschen langsamer genommen und wir müssen aber die Karre nicht aus dem Graben holen. Kostet halt alles Zeit. Scheibenhonig, genau das meinte ich eigentlich. Das waren wenigstens 2 Sekunden, was wir jetzt ja gerade verloren haben. Und wir haben nur eine Etappenzwischenzeit, wo wir ein bisschen was rausholen können. Ich meine, wir waren noch gut beieinander, aber schlechte Zwischenzeit ist schlechte Zwischenzeit. Ist auch relativ lang die Etappe. Und bei dem Auto bin ich auch noch nicht so ganz drin, habe ich das Gefühl. Also der Lancer Evo 6, der fuhr sich ein bisschen angenehmer.
Aber es könnte trotzdem erster Platz sein. Ja. Wir haben Vorsprung rausgeholt. Geht für mich okay. Fast 4 Sekunden. Aber zufrieden bin ich nicht, weil ich bin scheiße gefahren. Sagen wir es mal, wie es ist. Aber es ist halt auch nicht ganz der Subaru, den ich mag. Der Subaru, den ich am liebsten mag, den gibt es im WRC 2. Da läuft er auch unter Classic Car, was auch okay ist, weil der ist da weit über 10 Jahre alt. Und auch hier, die Beleuchtung. Nur ein Licht an. Ich glaube, das hat nicht mit irgendwelchen Zusammenstößen zu tun oder sowas, sondern... Oh Gott, war das schlecht. Das hat Zeit gekostet. Hätten wir die Kurvenkombination schnell gekriegt, dann wären da nochmal 2-3 Sekunden mehr auf der Uhr gewesen gegenüber dem nächstplatzierten. Bin ich nicht mit konform. Ich bin mit der Leistung gerade nicht zufrieden. Ich bin Erster. Aber nicht zufrieden. Fährt sich aber, muss ich gestehen, auch echt ein bisschen unangenehmer als wie der Mitsubishi Lancer. Der ist tatsächlich in der Kategorie bis jetzt der beste. Wobei, den habe ich auch noch nicht bei der kompletten Ausbaustufe gefahren. Der hier ist ja, ich habe den Kran gehabt, das erste Mal jetzt benutzt. Außer bei irgendeinem Zusatzcontest oder so. Und, mehrere Stufen übersprungen jetzt, was das Tuning angeht. Das ist natürlich auch so eine Sache. Der ist natürlich dadurch extrem giftiger geworden. Kann auch sein, dass das beim Mitsubishi auch passiert wäre. Aber, wie gesagt, ich meckere hier, obwohl ich das Spiel geil finde. Darf man nicht vergessen. Oh, da war die Performance gerade wieder unten. Das Spiel hat seine Macken, aber ich mag es tierisch gerne. Wir haben hier drin alte Autos, wir haben drin mittelalte Autos, wie das jetzt hier, das ist ja schon mittelalt. Hallo. Der ist von 97, das Ding ist halt auch über 20 Jahre alt. Sieht man dem Karten so als solches nicht an? Von dem Aspekt. Spaß macht er, aber ist gewöhnungsbedürftig auf jeden Fall, das Auto. Ja, da schwenkt das Heck schon mal echt hin und her. Also auch schon fast ein bisschen. Der Absturz hätte echt nicht sein müssen. Was ich sagen wollte, auch ein Auto, was halt irgendwo doch sich fast wie ein Hecktriebler fährt. Weil er sehr, sehr giftig auf der Hinterachse hängt. Vorne ist wirklich nur irgendwie so 30-40% Unterstützung. Aber das ist bei Rallye-Autos per se so, die wollen ja um die Kurve zirkeln mit dem Drift. Das ist ja irgendwo auch so gedacht. Das dürfte jetzt schon das letzte Etappenstück sein. Und wir haben ja zumindest einen eigenermaßen komfortablen Vorsprung rausgebaut. Wie gesagt, ich bin fahrtechnisch nicht zufrieden mit mir selbst. Aber 4 Sekunden ist zumindest mal ein komfortabler Vorsprung. Weiter geht's. Wenn die Ladezeit mal rumginge. Na komm schon.
mach, 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 mach. Ja, hier ist doch ein bisschen was kaputt gegangen, eine Karosse zumindest. Der Rest hat es ganz gut überstanden. Und weiter geht's. Hier repariere ich alles, weil das am Fahrzeug halt irgendwie... Ich kann das Fahrzeug nicht gut genug einschätzen, als dass ich sage, ich repariere nicht alles. Also auch von der Karosse, das ja, hat ja was mit Versteifung zu tun. Und ja, er hat Versteifung gesagt und meinte das nicht im sexuellen Kontext. Da hat es manchmal was damit zu tun, wie die Karre einfach mal auf der Geraden abgeht oder wie sie sich in der Kurve verhält. Darf man nicht unterschätzen. Ich fahre ja ein bisschen sauberer, aber die Zeit kam mir. Ja. War nicht so gut, aber ja, wie gesagt, wir sind über 4 Sekunden vorne. Das könnte trotzdem noch ohne Probleme was werden. So wird das nix. Ich würde da gerne mal wieder hoch auf den Berg. Ach komm. Hallo. Das waren 5, 6, 7 Sekunden oder sowas. Das hole ich gerade nur noch schwierig rein. Und da hat gerade das Spiel nicht mitgespielt. Normal hebst du hier automatisch oder du musst eine Taste drücken und die Taste wohl gerade halt einfach nicht. Das heißt, ich muss jetzt schon ein bisschen beißen. Das mache ich eigentlich eher so gerne am 13 Sekunden. Das mache ich eher so am Rallye-Ende oder so, dass ich dann sage, ich gebe dann halt wirklich richtig Kit und Scheiß drauf. Wir haben 13 Sekunden Rückstand jetzt, also das Ungeil. Heißt 9 in der Gesamtwertung Rückstand. Das ist nicht cool. Ich habe noch nichts gut gemacht. Obwohl ich finde, ich eigentlich sauber gefahren bin. So wird er nichts. Das heißt, jetzt beißen. Und dann in der letzten Rallye-Etappe auch nochmal richtig, richtig fett beißen. Alter! Ich verliere immer noch Zeit, das ist krass. Bin ich gerade überhaupt nicht konform mit der bin ich gar nicht, Happy. Links
5 Sekunden waren's. Das war richtig assi. Das war richtig schlecht. Gut, wir haben 4 Sekunden zumindest auf der letzten Etappe rausgeholt. Auf dem letzten Etappenstück von der Etappe. Ich mag die Wiederholung gerade nicht sehen. Wir sind auf 4. natürlich zurückgefallen. 4 Sekunden hinten gegenüber dem Erstplatzierten. Und jetzt heißt es einfach beißen wie die Seuche. Aber mal so richtig. Da brauche ich Antrieb. Prost. Attacke. Hü. Entschuldigung. Weißt du was? Leck mich Reparaturen. Wir gehen hier voll rein mit den Schäden. Ist mir scheißegal. Wir spiken hier voll rein. Kann sein jetzt, dass meine Kommentare ein bisschen dünn sind. Die heißen wenig. Ich bin jetzt gerade ein bisschen aggro. Das hat es natürlich gerade wieder versaut. Kehrdreher raus. Mal irgendwie so ein Landmarker. Ich brauche jetzt tatsächlich echt die nächste Zeitmessung. Dammig. Das ist doch... Jetzt heißt es richtig, richtig die Kauleiste rein hier in Schotter. Heißt beißen. Hier den ersten Platz noch rausholen. Wird hart. Und wir machen noch miese, obwohl ich gefühlt schnell unterwegs war. Also was soll der Scheiß? Jetzt bin ich gerade mit mir selber sehr, 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 sehr unzufrieden. Ah gut, das ist das zweite Mal in dem Let's Play, das ich sage, ungeil. Aber es ist halt gerade mal so. Ja, wir haben jetzt vielleicht abgekürzt, aber Zeit haben wir dadurch nicht gut gemacht. Ja, doch ein bisschen. Wie gesagt, haben wir so viel Zeit und gut machen. Das ist hier. Das war's jetzt. Das ist. Also der Dreh hat's versaut. Da habe ich gerade das ist über den Abgrund geflogen bin. Und hier fliegen wir über den Abgrund. Ja, super. Wie gesagt, wir haben halt echt ein krasses Minus schon aus der letzten Rallye und der vorletzten raus mitgenommen. Und dann jetzt noch hier so 7,5 Sekunden oder sowas. Keine Ahnung. Ich fahre die privat noch mal tatsächlich mit dem Evo. Mit Subaru habe ich hier einfach
Ja, es kommt, ey. Ohne Witz, ne? Mit dem Subaru habe ich ja einfach keinen Schneid. Das ist... Toll. Jetzt haben wir irgendwie Gesamtplatzierung, vierten Platz. Das ist doch... Ich will nicht mal die Wiederholung sehen. Vierten Platz. 8 Sekunden hinten. Holla die Waldfee. Dankeschön. Meine 5 Punkte, sage ich nichts dagegen, aber das Ding hole ich mir nochmal. Vielleicht nehme ich das privat auf und mache das nochmal als Commentary oder sowas irgendwo in dem Video rein, aber ey. Ah, fuck. Was soll der Scheiß? Yeah. Zeigt mir, dass ich hier noch ein neues Rennen habe. Oder sowas. Keine Ahnung. Ja, neues WRC-Rennen. Rallye-Wettbewerb komplett über 3 Tage. Schön. Alter! Bin gerade ein bisschen pisst. Hier. Der hat mir irgendwie... Der hat es mir irgendwie versauert. Ne? Den sind wir gerade gefahren. Was? Muss ich sagen, geht bei dem irgendwie noch was? Nee? Da geht die Aerodynamik noch mal besser? Aber Alter, ich bin gerade was angefressen. Was geht beim Evo? Ich glaube, bei dem geht nichts mehr, aber der fährt sich halt einfach auch ein bisschen. Ah, okay. Doch, geht doch noch was. Okay, geht doch noch was. Vielleicht gebe ich tatsächlich noch mal das Rennen vom letzten Mal. Machen wir halt mal einfach ein Part mit dem Evo. Alter, bin ich angefressen. Der hat eine bessere Bewertung, was Beschleunigung, Geschwindigkeit, Fahrverhalten angeht, als wie der hier. Egal in welchem Bereich. Besser als hier der Evo. Mann. Ah, das gucke ich mir nochmal an, Leute. Das war hier die, ja, genau die Geschichte. Ey, das geben wir uns nochmal beim nächsten Mal, auch wenn es dieselbe Strecke ist oder sowas. Es ist zumindest ein anderes Auto. Und ich sage an dieser Stelle, Schnauze voll für heute. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Road to Glory bei WRC3. Haut rein, bis dann.